Hallo und herzlich willkommen zu Best of Zuschauer mit dem Mutality und auch Silverlane ist heute wieder dabei. Huh. Hallo. Wir sitzen hier auf Charkov mit einem KV2 von Husky Games. Hat er mir eingesandt und das ist das einzige KV2 Replay, welches mir geschickt wurde. Ja, und wir sehen schon, große 152mm Kanone, das verspricht jede Menge Derp-Spaß. Bist du den je gefahren? Ja, aber damals noch als normalen KV. Ja, der und, war mal Stufe 5. Da ich keine Howitzer mag, habe ich immer einen großen Bogen um die 152mm gemacht. Ich bin halt einer von denen, die mit 107mm gefahren ist. Genau, habe ich auch gemacht zum Farmen damals noch. Da hatte man keine Premium-Tanks, da hatte man einen KV. Genau. Also ich habe auch über 700 Gefechte mit dem KV. Bei mir sind es nicht ganz so viel. Ich glaube 300 bis 500. Ich muss nachher mal nachgucken. Gut, er fährt hier mitten in die Stadt und da kommt ihm auch schon ein Cromwell entgegen und zack. Oh, der ist nicht mal durchschlagen. Schade. Wir sehen auch schon, er hat nur HE dabei. Kein Gold, kein AP. Mit AP wäre er jetzt wahrscheinlich weg gewesen. Ja, also wenn er nicht nur die Kette getroffen hätte, wäre er auf jeden Fall weg gewesen. Das passiert mir aber auch immer mit den Derp-Dingern. Aber er schleicht sich rein und kriegt gleich eine neue Chance. Gute Nacht, Mr. Cromwell. Viel the Derp. Ja, KV5, ziemlich langsam, aber die Kanone, die ist einfach ja, eine wandelnde Arti-Kanone. Sowas haben die früher auf Schiffe geschraubt und damit fährt dieser Panzer jetzt rum. Eigentlich war es eine stationäre Artillerie, mehr oder weniger. Ja, hauptsächlich wurde das Teil dafür gebaut, um Bunker zu knacken. Und wie der liebe Wargaming Specialist da, dieser Chieftain, gesagt hat, da kann es egal sein, was man für eine Reload-Zeit hat. Das, was man wegpusten will, wird sich nicht wegbewegen. Es ist groß genug. Also sei es Häuser oder Bunker. Und leider ist er hier nicht fähig, den Hetzer zu treffen. Dafür ist die Kanone einfach zu unpräzise. Da musst du anfangen, jetzt zu fahren und aus der Fahrt zu schießen. Dann trifft er. Siehst du? Warte. 9 Sekunden noch. Er fährt. Einfach aus der Fahrt schießen und er wird den Hetzer einfach wegfetzen. Denn diese Kanone ist laserzielgerichtet, aber nur, sobald man fährt. Ja, das Gefühl habe ich auch manchmal, wenn ich gegen einen KV-2 antreten muss. Aber jetzt macht das ja, er fährt näher ran. Oh Gott, der arme Hetzer. Das steigert die Trefferchance natürlich erheblich. Gute Nacht. Ja, armer Hetzer. Da war es mal ein Hetzer. 928 Schaden. Ihr seht schon, sein Team ist hier relativ erfolgreich. Und in 10 Sekunden geht's wieder los mit viel The Derp. Und diesmal geht's auf eine kleine französische Kartoffel. Ah, diesmal ist was im Weg. Da würde ich nicht schießen. Nicht mit HE. Die bleibt hängen. Ah, wenn er weiter runter zielt, dann durchs Loch kann er schießen. Oh, hat das geschafft. Okay. Jetzt wird er aber vom Churchill beschossen. Das ist schlecht. 13 Sekunden Reload noch. Er muss sich jetzt zurückziehen. Ah, insgesamt 21,43 Sekunden Reload. Für die Größe der Kanone ist das auf jeden Fall lustig. Der KV ist auch sinnvoll in einem Achtergefecht. Da kann man auch schon mal was wegfetzen. Oh, eine Arti! Die Ente des Todes. Und sie merkt es nicht. Jetzt merkt sie gar nichts mehr. Jetzt hat er aber ein Problem, dass der Churchill 15 Sekunden hatte, um ihn rauszunehmen. Ja, verkriecht sie. Glück gehabt. Der Abpraller da. Ja, Husky versucht sich jetzt hier zu verstecken und der Churchill geht nicht in den Angriff. Der hat richtig Schiss. Das merkt man. Ja. Oh. Das ist halt ein Problem für den Churchill. Der hat durchschlagen. Es war orange und trotzdem durchschlagen. Böse. Das ist so wie ein sehr großer Mensch mit einer sehr großen Fliegenklatsche. Im Haufen von sehr kleinen Fliegen. So, sein Team fängt jetzt an zu cappen. Ich hoffe doch nicht. Wir wollen noch ein bisschen was sehen hier. 5 Kills mittlerweile und ein KV-1S vor der Nase. Schade, nicht durchschlagen. Jetzt kommt der Cheeto von der Seite. Den durchschlägt er auf jeden Fall. Gut, bei dem HP-Pool reicht es auch, wenn er nicht durchschlägt. Den hätte ich jetzt aber sogar gerammt. Was? Ein Abpraller vom KV-1S von hinten. Hat er gar nicht gemerkt hier. War das der eigene? Ich glaube, das war der eigene, oder? Welcher? Der eigene KV1? Tja, das war's dann schon mit dem Replay und wir gucken mal an, wie er sich so angestellt hat.
So, Victory. Unser Husky Games war erfolgreich, hat First Class bekommen. Ebenso Steel Wall, also Stahlwand. Ja, hat er sich verdient. Zum Schluss wurde er ganz schön oft beschossen. Und High Caliber, das war zu erwarten. Gucken wir mal an, wie er sich hier so im Battle geschlagen hat. 2356 Damage, 5 Kills. War auf jeden Fall eine richtig lustige Derp-Runde. Wir springen zum nächsten Replay. Willkommen zurück, diesmal mit dem E25 im Dreier-Platoon. Und das hier ist etwas ganz Besonderes, denn dieses Replay hier kam von X-Nui Vetica X. Das ist ein alter Bekannter aus Big Red One-Zeiten. Da haben Silverlane und ich auch unsere Wurzeln. Zusammen mit dem Serious Murder und dem Kaspar 12, ebenfalls aus Big Red One. Ja, das war eine schöne Zeit bei BR1. Da habe ich auch erst das Spielen gelernt, muss man einfach sagen. Also da gab es auch richtige Programme, um besser zu werden. Und die habe ich natürlich genutzt. Ja, mittlerweile ist die Easy-Kampagne nicht mehr da. Big Red One gibt es nicht mehr. Big Red One ist jetzt größtenteils ja, Skill. Und die Easy-Kampagne, wo Silverlane und ich drin waren, und diese drei hier ebenfalls, das ist jetzt Jumbo. Ja, wir sind hier auf Malinowka. E25 hat am Anfang nicht zu schießen gekriegt, aber das ist natürlich die optimale Map für diesen Panzer. Kurz, für die Leute, die ihn nicht kennen, es ist ein Stufe 7 Premium TD der Deutschen. Und das ist Glück, dass die hier fast nur einen einzigen Achter haben, also sind sie eigentlich quasi schon oben an der Nahrungskette. Wir haben hier eine Kanone, 75 mm, 150 Pen, 135 Schaden und schießt alle 2,5 Sekunden. Ihr könnt euch vorstellen, was das in einem Dreierplatoon mit gegnerischen Tanks macht. Schweizer Käse, sage ich nur. Ja, Silverlane hat leider kein E25. Noch nicht. Nee, dafür bin ich zu geizig. Irgendwann schon. So, und da haben wir schon unser erstes Opfer. Erster Schuss geht wie immer daneben, das ist normal. War auch nicht ganz eingeaimt. Nee. Ah, der ist ziemlich genau, das muss man einfach sagen. Und der erste Kill für Nui. Ja, also drei E25s, wenn man die nebeneinander stellt, schießen die mindestens einen Schuss pro Sekunde auf den Gegner. Das ist richtig, richtig übel. Ihr könnt euch vorstellen, was das mit ungepanzerten Fahrzeugen macht. Zum Beispiel einem TOC 2. Ja. Der wird zerlegt. Fachgerecht. Und zwar Stück für Stück. So, mittlerweile sind sie hier oben. Als erstes auf dem Hügel haben jetzt jede Art der Vorbereitung hier für die Gegner, die da jetzt gerade hochkommen. Und es sind jede Menge Gegner. Oh, Nui ist offen. Muss er aufpassen. Der E25 hält nicht viel aus. Ja, da hat er auch schon einen Schuss von Hellcat kassiert. Jetzt muss er machen, dass er da wegkommt. Wow, ein schöner Schuss von Hellcat. Oben rein. Hätte auch bouncen können. Der ist ziemlich bouncy manchmal. Allein durch die Panzerung und weil er halt sehr klein ist. Also er ist nicht wirklich gut gepanzert, aber wirklich sehr stark angewinkelt. Und Gott, was bin ich schon mit irgendwelchen Panzern an diesem Ding gebounced. Ja, vor allem mit Panzern, wo man es absolut nicht erwarten würde. Weil man dann von vorne nur die Seite trifft und dann einfach der Schuss sonst wohin fliegt. Und das Ding ist schnell. Also das Ding erreicht bis zu über 50 km/h, 55 glaube ich, bin mir gerade nicht sicher, aber sowas in dem Dreh. Aber Nui geht hier ganz schöne Risiken ein. Er muss sich zurückziehen, wenn die Gegner treffen. Und dann tut es richtig weh. Deswegen sollte man sich niemals auf einen Frontalkampf einlassen. Man sollte auf jeden Fall abhauen und ja, die TD-Künste spielen lassen. Also wirklich sich hinter mehreren Büschen verstecken und von da aus arbeiten. Naja, entweder das oder halt, gut, auf der Map geht es jetzt nicht ganz so gut, aber auf Stadtmaps oder sowas kann man sich dann in den Infight schlagen, wenn der Gegner abgelenkt ist. Das geht auch sehr gut. Ich hatte zum Beispiel eine Schlacht mal mit meinem KV-5. Oh, da haben sie einen TOC. Damage Pinata. Viel Spaß. Und ihr seht schon, ding, 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 ding. Ja, da hat der Serious Murder, der liebe Olli, seines Zeichens Sängers, von einer, was hat er gesagt, Trashcore-Band, sowas in der Art. Ja, die haben jetzt den TOC gegrillt und weiter geht's. Ja, was ich sagen wollte, ich hatte mal eine Schlacht mit einem KV-5. Da saß ich drin gegen drei E25s und ich habe gewonnen, weil sie einfach nirgendwo durchkamen. Also die Kanone ist nicht in jeder Hinsicht gut, wenn man sich nicht zu positionieren weiß. Ja, und da ist auch schon der nächste TOC. Noch mehr Damage für die drei. Ah, der TOC sollte eigentlich lieber den Rückwärtsgang einlegen, als wenn er jetzt nicht getrackt wäre. Einzulassen. Das war's.
Louis hat seinen zweiten Kill und ihr seht schon, er hat nur noch 42 Schuss. 41. Aber schon seinen dritten Kill. Ich frage mich, wo die diese ganzen Granaten lagern in dem kleinen Teil. Boah, ja, was ist das, 76 mm oder 75? 75. Ist ja nicht besonders groß, ne? Aber er hat dem KV-85 gerade eben ordentlich eingeschenkt. Fährt jetzt zurück, lässt jetzt erstmal den T-150 die Schüsse fressen und greift nur wieder an. Hätte man jetzt so ein Röntgen-Tool wie bei War Thunder, könnte man wahrscheinlich sehen, dass in jedem Leerraum irgendwo eine Granate gestopft wurde. Das ist wahr. Aber ich habe so ein Ding noch nie explodieren sehen. Ich könnte mich jetzt auch nicht dran erinnern. So, die anderen beiden, hier, die machen zum Beispiel richtig, das ist wunderbare Platoon-Action. Nui ist vorne am Scouten und am Baiten, also er wartet jetzt hier, dass die Gegner auf ihn draufstürmen, während Kaspar und Serious Murder hinter ihm sitzen und dann alles wegfetzen, was ihn hier holen will. Das ist richtig gut, so wird gespielt, immer mit Support von hinten und die anderen beiden sind quasi außer Gefahr. Okay, Kaspar sollte sich sowieso nicht mehr zeigen, er hat nur noch 55 HP. Ja, ist One-Shot für alles auf dem Feld. So, Nui ist jetzt auch zu bunt, er zieht sich auch weiter zurück, macht das gleiche wie ich in meiner letzten Rheinmetall-Borsig-Runde und versteckt sich hier unten. Ihr ist es offen und mal sehen, ob alle drei jetzt gleich drauf schießen können. Na? Ja, zumindest der Nui kann. Ja, man muss aber tiefer zielen. Man kommt durch, allerdings muss man auch wirklich gut treffen. Nicht so wie hier. Oh, da kam noch ein Schuss von Kaspar oder Serious Murder und da hat er seinen vierten Kill. Fast 2000 Schaden. Das war bisher nicht schlecht, hat aber nur noch 33 Schuss und 20 davon sind Gold. Gut, da haben wir einen AT-7. Er ist auf jeden Fall genau genug, um auf Weak Spot zu zielen, hat aber jetzt den Aal erwischt, das ist super. Ja, ich würde auch lieber auf den Aal schießen. Ach, Nui. Die Distanz definitiv. Ja, jetzt hat er ein bisschen daneben geschossen, aber er hat's gemerkt, fährt näher ran. Jetzt auf den Turm. Ah, jetzt. Der ist angewinkelt, das könnte schwierig werden. Er muss auf jeden Fall auf den Turm halten. Sonst dürfte es schwierig werden, da durchzukommen. Aber er hat ja natürlich noch Support von seinen beiden Clanmates. Und da hat er... Jetzt dreht der A, der Turm. Hat er den Kill. Der Serious Murder hat's gemacht. Mittlerweile 6 Kills für die drei und das Team ist weg. Es ist nur noch ein Fury am Leben und diese drei Spieler hier von ehemals Big Red One. Tja, ja, das so ist... langsam geht ihm die AP-Munition aus. Ja, einen Schuss hat er noch und wir sehen hier schon, das ist jetzt eigentlich eine perfekte Situation für drei TDs wie ein E25. Die Gegner kommen auf sie zu, sie können gar nicht anders. Und jetzt geht's weiter mit Gold. 17 Schuss nur noch. Angezündet. Sehr schön, wer war's? Leider nicht Nui, aber er hat den Kill. 5, 2, 7 Kills für dieses Platoon bereits. 15 Schuss noch. In dieser kleinen Möhre. Das Problem ist, dass die jetzt im Cap stehen und irgendeiner muss hingehen und sie aufmachen. Aber die Sichtweite ist natürlich extrem groß bei diesen Teilen. Zumindest, also für die Größe. Und alles One-Shot da drin, guck dir das an. Kill. Ja, und der nächste kommt vor. Und der Serious Murder hat einen weiteren Kill. Jetzt sind es schon 9 Kills. Und der nächste Panzer 4 steht schon auf der Abschussliste. Kaspar hat auch einen Kill. Wunderbar. Jetzt sind sie alle dreimal irgendwie erfolgreich gewesen. Sehr aber schön. Keine Ruhepause für die drei. Nee. Jetzt auf der anderen Seite weiter. Sir, wir wurden surrounded. Wunderbar, jetzt können wir in jede Richtung schießen. 2855 Schaden hier für den X-Nui. Und wir haben nur noch 3 Gegner auf dem Feld. Nui hat noch 6 Schuss, hat allerdings noch 2 Clanmates. Und das war gut, dass Kaspar sich zurückgezogen hat, denn man hat ihn eben wirklich brauchen können. Der ist einfach nicht gestorben, sondern hat sich sinnvoll zurückgezogen und hat auf den Gegner gewartet. Und jetzt verteilen sie sich auf dem Feld. Nui geht hoch auf den Hügel. Kaspar wird wahrscheinlich durch die Mitte fahren oder von hinten supporten, je nachdem, wie er sich traut. Und unten der Serious Murder geht über die 1-2-3-Linie in der gegnerischen Basis scouten. Und da haben wir den T-25-2. Nui hat ihn. Mithilfe des Furies einen weiteren Kill. Kill Nummer 8.
Ja, das, was Kaspar gemacht hat, sich zurückzuziehen, ist ganz wichtig, weil eine Kanone mehr ist eine Kanone mehr. Und falls ihr nicht mitgezählt habt, es sind jetzt mittlerweile 12 Kills für dieses Platoon. Also egal, ob jetzt die drei noch draufgehen, das Crucial Contribution, dieser entscheidende Beitrag, ist ihnen sicher. Ja, mit dem Nui fahre ich auch öfters. 10er kann er nicht fahren, 8er und 7er ist er wirklich richtig gut. Deshalb immer wieder ein Spaß, mit ihm zusammen Premium zu fahren. Und da gehen die Artis auf wie Heuschrecken. Los, macht sie platt. Kasper muss allerdings aufpassen, hat wenig HP. Nimmt ihn aber raus, hat einen zweiten Kill, sehr schön. Und Serious Murder kann ebenfalls noch auf die Arti holen, holt ihn sich auch, sehr schön. Ja, das war mal eine Ja, Runde. 14 Kills, nicht schlecht. Respekt. Victory der E25, gefahren von Xnui Vetica. X hat gewonnen. 69.414 Credits, 4.396 XP, das war doppelt. Und wir haben eine Radley Walters, High Caliber, Top Gun und Crucial Contribution. Also richtig gut. Und das Harte an der Sache ist, es ist nicht mal der Ace-Tanker. Also ich weiß ja nicht, was da draußen für Irre mit diesem E25 rumfahren, aber sie tun auf jeden Fall jede Menge Schmerz zufügen. Wenn wir hier mal nach Damage ordnen, die drei E25 haben zusammen richtig, richtig viel Schaden gemacht. Also da kommt niemand aus dem Gegnerteam richtig ran, außer die gegnerische Artillerie. Und die hatte wahrscheinlich auch ihren Spaß. Ja, insgesamt richtig viele Kills. 14. Das sieht man auch nicht alle Tage. Er hat sogar Plus gemacht, obwohl er mit Gold geschossen hat. Ja, das war auf jeden Fall ein wunderbares Video heute und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr selber Replays habt, dann schickt sie mir einfach an die E-Mail-Adresse unten in der Videobeschreibung. Macht's gut, bis bald, euer Mu. Tschüss.